Läuft. Läuft. Was heißt das läuft? Läuft, es wird aufgezeichnet. Warte mal, ich soll fortfahren. Und ja, du musst ja. Achso, ja, ich muss ja sagen, ich mach's auf Deutsch. Und bitte. Sehr schön. Nochmal. Was? Nochmal. Na gut, weil du es bist. Sehr schön, danke. Ja, hier sind wir wieder bei Film Talks Berlin nach einer kleinen Pause. Das weiß doch keiner. Ja, das weiß keiner, aber man kann ja vielleicht sehen, dass wir plötzlich gealtert sind oder die Haare grauer oder sowas. Oder du hast die Lederjacke zu Geld gemacht und... Die läuft noch. Und du sitzt jetzt irgendwo in der Karibik. Nee, auch nicht. Ja, weißt du nicht. Vielleicht habe ich ja alles schon rübergebracht, aber... Ja, deswegen nach einer kleinen Pause und ich will zwei, drei Sachen vorher ansprechen, bevor wir zum Hauptthema kommen. Erstmal mein schönes Regal, mein ganzer Stolz, der wird jetzt, das wird jetzt ausgeräumt und ich weiß noch nicht, wo ich demnächst bei Film Talks Berlin sitze. Entweder vor einem leeren Regal oder vor einem Küchenschrank oder vor dem neuen eingebauten Regal, was allerdings in einem anderen Raum ist. Was rätst du mir denn als Regisseur? Ist der Hintergrund wichtig? Hast du über deinen Hintergrund viele Wochen Gedanken gemacht? Und ja, ich habe ja schon mal dir gesagt, ne, guck dir meinen Bücherschrank an, guck dir deinen an, da weiß man sofort, wer der Professor von uns beiden ist. Tja, das ist ja bald leer hier. Das sieht schon gut aus. Ja, das macht ja die Person gleich gewichtiger. Und ja, aber das wird ja leer sein bald. Wenn du dann auch noch anfängst zu dampfen, dann wird es komplett und ordentlich ein bisschen Dampf erzeugst. Ja, genau so. Und Ahoi sagst. Ahoi. Aber das Regal wird bald nicht mehr da sein. Das ist dann leer oder ich sitze vor einer weißen Wand. Na, mal sehen. Also das bleibt für alle spannend. Dann soll ich doch mal was ins Bild halten. Ja. Aber ich jetzt schon das Regal so ein bisschen überlege, wie ich das in das neue Regal reinpacke, sortiere ich schon die ersten Sachen aus und da habe ich was gefunden und ich bin der Meinung, ein bisschen eingestaubt, das hast du mir mal geschenkt. Zeig mal. Glaube ich. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich kann mir... Es ist ja Bestarbeit. Doch, das habe ich dir geschenkt. Das hast du mir geschenkt. Ja. Ich glaube, entweder zum Geburtstag oder Ausstellung oder irgendwas. Und jetzt habe ich mich gefragt, warum gerade dieser Film? Und ist der irgendwie wichtig für dich? Magst du ihn? Magst du sie? Ja, aber das ist ja, mit den Filmen sind wir ja groß geworden. Also ich war ja verliebt in sie. Ne? Das war ja, fast jeder zweite Junge war ja in sie verliebt. Ja, aber es... Tolle Frau. Die war so süß und die Filme kann ich mir ja immer noch angucken. Der ist ja immer noch süß. Das ist sowieso das, was ich so toll am Filmen finde. Kai, es reicht. dass die halt so konservieren. Ja? Es hat, ich fand das ganz toll, als ich das mal gehört habe, dass Tarkowski gerade von der versiegelten Zeit gesprochen. Mhm. Ja, das stimmt irgendwie. Du hast diese Aufnahmen von diesen Menschen und die sind dann quasi versiegelt und die Leute werden alt und sterben und es sind 100 Jahre vergangen, aber du kannst sie immer noch in dem Zustand erleben, wie sie halt damals waren. Das ist schon... Ja, das find ich auch faszinierend. Ich gucke ja viele Filme, die dann älter sind, die nicht unbedingt 100 Jahre alt sind, aber vielleicht 60, 70 Jahre. Und dann recherchiere ich im Zusammenhang manchmal, lass es irgendwas Unbedeutendes, einen Western, der mir gefallen hat aus den 40er Jahren, 50er Jahren. Und ich finde heraus, alle Leute, über die ich recherchiere, keiner lebt mehr von denen. Und ich war gerade und habe den ganze Zeit zugeguckt und habe gesehen, oh, was für ein toller Typ, was für eine tolle Frau, was für ein toller Kameramann. Aber keiner von denen existiert mehr. Aber ihr merkt noch, das finde ich, ist mir in letzter Zeit ziemlich oft aufgefallen. Dann, wir haben ja, entschuldige. Ja, nee, das sag nur.
Wir haben ja heute sehr spontan entschieden, was wir machen. Das ist sowieso das, unser Markenzeichen, Spontanität. Wir bereiten ja nichts vor, wir schneiden nichts, wir arbeiten nicht nach. Das wird alles einfach so dann halt, ist eigentlich wie eine Live-Sendung, ne? Ja, wie eine Live-Sendung für die Ewigkeit. Da kann alles passieren und das kann auch super langweilig sein und dann alles Mögliche sein. Ich hoffe, dass nicht alles... Hey, das ist die Freiheit. Du kannst einfach, klick einfach weiter. Wenn du das langweilig findest, dann geh auf einen anderen Channel. Karl wird jetzt sagen, nein, bleib hier. Erstmal abonnieren, dann woanders. Hey, ich finde, wir haben schon mittlerweile 4 Leute, die uns regelmäßig zugucken. Das finde ich schon klasse. 4. Das erste Video, aber da reden wir dann den nächsten Mal drüber, hat jetzt bald 1000 Klicks, aber das liegt nicht an uns. Ja, aber nur, weil das Wort... Da reden wir nochmal woanders drüber. Ja, wieso? Das ist doch interessant. Ja, das ist demnächst nochmal Thema. Nur weil es in der Headline Sex drin steht, hat es gleich 1000... ich wollte dir das eh vorschlagen, dass du jedes Mal, wenn du ein Video hochlädst, nochmal irgendwie so Sex oder Porno oder sonst was reinschreibst, weil es dann halt gleich... Aber das ist ja nicht die Klientel, die wir erreichen wollen. Nee, eigentlich nicht, aber bei dem einen Video ist das wohl, da sind wir jetzt. Aber vielleicht können wir ein paar Leute daran hindern, sich bestimmte Sachen anzugucken. Das stimmt. Die bleiben dann hängen, die sagen, hey, was ist los, wann kommt der Porno? Und dann kommt gar nichts, weißt du? Und dann ist das aber so interessiert und interessant, was wir sagen, dass der halt dranbleibt und völlig vergisst, was er eigentlich wollte. Ich schreibe Porno, Sex, live hin und dann reden wir über Tarkowski. Das ist doch eine gute Idee. Genau. Ja, das ist eine gute Idee, Kai. Wir können ein paar Seelen retten, ist doch super. Ja, also das werde ich demnächst mal probieren. Dann wollte ich genau dazu noch eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich heute noch mal kurz vorher ansprechen wollte, weil wir ja dann eine kleine Pause hatten. Und zwar bei dem Video über Fassbinder gab es 2 interessante Sachen von YouTube. Du meinst und zwar, das Video, wo er nackt war und wo ich genau. Mach das aus, Kai. Genau. Siehst du, ich habe recht, erzähl mal. Ja, du gehörst, du bist wahrscheinlich im amerikanischen Spießertum. Also, das Erste ist, dass wir zum allerersten Mal bei allen Videos, wir zeigen ja manchmal kurze Ausschnitte, aber durchaus immer mal wieder, einen Urheberrechtsverstoß von YouTube, also nichts mit Gericht und so, aber von YouTube. Kennt doch jeder. Was? Kennt doch jeder. Ja, und dann wurde das Video gesperrt wegen Urheberrechts und dann habe ich begründet, dass das innerhalb eines Vortrags ist, dass der Film ja nicht gezeigt wird und so weiter und wir ja auch schon viele andere Ausschnitte gezeigt haben. Und dann haben sie es wieder freigeschaltet, war ich schon beruhigt, sage ich, na, hat meine E-Mail ja was gebracht, weil man kann da so ein Formular ausfüllen bei YouTube und dann haben sie es wieder gesperrt. Was? Und haben wieder das Gleiche gesagt. Wir benutzen die Rechte. So, und dann habe ich gesagt, okay, lass mich in Ruhe. Und dann haben die angeboten, dass man dieses Stück, was Urheberrechts ist, also in der Mitte des Films, das ist nicht, wo er nackt ist, sondern ein paar andere Szenen, das war ja so 5 Minuten oder so. Ach, schade. Dass man die rausschneiden soll. Dann habe ich gesagt, meinetwegen, mach das, lass mich in Ruhe. Und dann haben sie es wieder freigegeben. Und dann kam das Zweite. Ihr Video ist jugendgefährdend, bitte ab 18 schalten. Und dachte ich, warum? Was ist denn da? Man sieht es ist total jugendgefährdend. Es ist gefährlich. Mann, der da sitzt. Für eine jugendliche Seele ist das total gefährlich, Fassbinder nackt zu sehen. Das geht gar nicht. Das ist ein Schock fürs Leben. Ich bin verzweifelt. Auf jeden Fall ist das jetzt das einzige unserer Videos, das habe ich jetzt auch reingeschrieben in den, kann jeder mal gucken, in dem Titel, ab 18. Weil das ist das einzige Video, was man sich nur anschauen kann, wenn man angemeldet ist. Weil dann wissen sie ja, bei Anmeldung muss man ja angeben, oder wenn man sich das erste Mal bei YouTube angibt, wann man geboren ist und so weiter. Das heißt, das können nur bei YouTube Angemeldete sehen, während alle anderen Videos nicht jugendgefährdend sind und jedes Kind, jedes Baby sich das angucken kann, die ganze Familie. Geil. Aber wir haben jetzt ein ab 18 Video. Hey! Weißt du, was das bedeutet?
Das wird gleich nach dem Sex, wo das Sex drin steht, ne? Das Video von Fassbinder, was gesperrt ab 18 ist, wird gleich die meisten Klicks haben Das Problem ist aber, du musst dich anmelden. Du kommst da dann. nicht dran. Ja, aber die Leute sind ja meistens angemeldet und dann gehen sie da rein und denken so, oh mein Gott, ab 18, und dann kriegen sie den Schock ihres Lebens. Ja, also ich bitte mal alle, sich anzumelden, das anzuschauen und zu sagen, ob das jugendgefährdend ist, was man da Ja, sieht. dann das könnt ihr ja da reinschreiben. So, ne? Genau, Genau. da unten. Vergesst nicht zu Und das. abonnieren, da oben, ne? Da oben, Du hast doch abonnieren so da. bestimmt, du machst doch bestimmt so ein Abo-Teil oder Ja, so, zum oder Schluss nicht? immer. So, wo man klicken muss und so. Ja, ganz zum Schluss. Das kommt Sehr immer zum gut, Schluss sehr noch. gut. Das wird was. Das mache ich später noch. Und das ist genau noch der letzte Punkt und dann können wir ganz normal anfangen. Also Regal hatte ich, Fassbinder hatte ich. Das ist jetzt tatsächlich seit wenigen Tagen, seit diesem Monat, ein neues Urheberrecht gibt. Das war das, wo vor einem Jahr so viel demonstriert worden ist, dieser Paragraph mit den Ja. sogenannten Upload-Filtern. Und das ist jetzt tatsächlich seit diesem Monat in Kraft getreten. Und es gibt bei YouTube Upload-Filter, die nachgucken, ob da irgendwelche Rechte drin sind. Das heißt, wenn man irgendein Musikvideo zeigt, und das könnte uns auch passieren. Da müssen wir dann mal gucken. Also YouTube bietet dann immer an, schneiden das raus. Ist natürlich doof, wenn wir über was reden und die wollen dann genau diese Szene rausgeschnitten haben. Also wir müssen uns genau überlegen, ob es nicht manchmal sinnvoller ist, guckt euch das selbst an. Gibt es ja bei YouTube oder auf DVD oder Netflix, aber sich genau zu überlegen, wie viel und was man zeigt. Da müsste man sich nochmal mit beschäftigen. Im Moment passiert da wohl noch nicht so viel, aber viele, die auch über Filme sprechen, über Videospiele auch sprechen, da gilt das Gleiche, oder über Kunst sprechen, sind im Moment sehr, sehr vorsichtig, die Originale zu zeigen. Also die reden dann eher drüber oder gerade auch die, die zum Beispiel Spiele nachspielen, haben das Problem, die über Ja, Spiele könnten sprechen. uns ja einen Kniff ausdenken. Wir könnten ja sagen, welches Video wir zeigen wollen, welchen Trailer. Meistens sind das ja Trailer, die wir Zum zeigen. Beispiel könnte aber auch ein Problem Und sein. wenn das dann irgendwann rausgeschnitten wird, dann wissen die Leute, welcher Trailer gemeint ist und Genau, müssen sich das genau. angucken. Irgendwas müssen wir uns überlegen. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt heute genau klären, aber Ist alles so Technischkeit, wann geht's los hier? ja, aber das sind wichtige Punkte, die ich erstmal loswerden wollte und vor allem die Verabschiedung Ich meines. wollte auch noch was sagen. Ja. Und zwar gibt es heute eine Überraschung. Was? Ich Es ist hasse heute eine Überraschung. Überraschung. Ja. Ich habe Angst vor Überraschung. Guck mal da unten, siehst du das? Ja, du kannst wahrscheinlich nicht erkennen, was es ist, aber das ist die Überraschung. Und die wird am Ende dieser Geschichte, wird sie nochmal entrascht werden. Ja, ich hasse Überraschung. Ich habe jetzt schon Angst. Ich bin jetzt Ja. schon, stehe schon neben mir. Ja. Dann Ganz, ganz, will ich ganz auch schlecht. Auflösungen, was das für eine Überraschung ist und so. Also nicht nur zeigen, was es ist, sondern hey, das nennt man Suspense. Ja, nicht. Ja, ich habe jetzt Spannung erzeugt. Alle sind jetzt so, oh mein Gott, was wird das für eine Überraschung sein? Ja, aber ich vor Und deswegen allem. werden sie bis zum Schluss aushalten. Ja, Okay, das ja, heißt, vielleicht ich nicht. für unsere nächsten Videos könnte das, aber die drei Leute, die uns zugucken, die halten sowieso aus, weil das Hardcore-Typen sind. Das sind die, die ganz Wow. harten. Genau. Jetzt stehe ich neben mir. Also, das waren eigentlich die Punkte, die ich absprechen wollte, vor allem mit dem Fassbinder, dem Urheberrecht und der Jugendgefährdung, die wir verbreiten. Will ich heute zu einem Thema, was genau da anschließt. Kaya weiß noch gar nicht genau, worum es geht. Ich habe es nur eben in einem Wort ihm zugeworfen, bevor wir gestartet sind. Und zwar, ich kann ja gleich mal in den Text gehen. So, der kommt jetzt. Und zwar, ich hoffe, du siehst es. Kaya, bestätige mal. Genau, es gibt von der Bundesbehörde für politische Bildung, also Bundeszentrale für politische Bildung, genau. ganz offiziell, einen sogenannten Filmkanon. Und zwar ist der 2003 erarbeitet worden. Ich muss jetzt selbst gucken. Text sieht ja jeder. Ich habe es mal ein bisschen farbig, die verschiedenen Punkte. Ich gehe mal ganz kurz rein
Und ich finde das ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. Erstmal, ist das überhaupt sinnvoll? Würde man, gehören Filme in die Schulbildung oder in die politische Bildung? Und welche gehören dazu? Und ja, warum hast du zum Beispiel, können wir hinterher gleich mal klären, überhaupt mal in der Schule Filme gesehen? Oder war es ähnlich wie bei der Literatur, dass bestimmte Filme thematisiert wurden? Oder gar nicht, wie bei mir? Also, der Filmkanon der Bundeszentrale für politische Bildung wurde... Du hast eine Frage gestellt. Hm? Du hast doch gerade eine Frage an mich gestellt. Anschließend, wenn wir den einmal kurz, was es überhaupt ist. Okay, gut. Wurde von Expertenkommission mit dem Ziel einer verbesserten schulischen Vermittlung von Filmkompetenz erarbeitet. Dazu wurden 33 Filme und 33 Spielfilme und 2 Dokumentarfilme ausgewählt. So, das ist 2003 erarbeitet worden. Dann gibt der Präsident namens Thomas Krüger von der Bundeszentrale für politische Bildung, obwohl das Bewegtbild das Leitmedium, schon mal ein interessantes Wort, das Leitmedium des 20. Jahrhunderts ist, findet es in der Schule noch immer nicht die ihm angemessene Bedeutung, im Gegensatz zur Literatur. So, und daraufhin wurde eben Anfang der 2000er Jahre ein Kanon entwickelt. Und hier in der Kommission, man wird einige Namen kennen, Dominik Graf kennen, glaube ich, viele. Die kenne ich, ich weiß nicht, ob du von mir gehört hast. Andreas Dresen steht an erster Stelle, Bruder. Wer steht an erster Stelle? Andreas Dresen steht an erster Stelle. Sie ist eine Filmkritikerin, die arbeitet ganz viel auch bei der Berlinale. Ich habe schon ein paar Mal ihr zugehört, die Katja Nikodemos ist auch manchmal im Radio zu hören. Christian Petzold, auch ein Regisseur. Tom Tikwer ist dabei. Andres Feil ist ein Dokumentarfilmer, der auch an der Hochschule war oder ist, an der auch Kaya war. Einige von denen kenne ich nicht. Volker Schlöndorff vielleicht, der größte Name. Man sieht also, da haben sich einige Damen und Herren zusammengesetzt, um diesen Filmkanon mit 33 Filmen bzw. 35 Filmen zu entwickeln. Und da würde ich gerne mit dir heute mal drüber sprechen. Ist das sinnvoll? Gehört das in die Schule? Und was für Filme haben die sich ausgewählt? Wenn ich jetzt runterscroll, dann würden wir die Filme sehen. Aber vielleicht vorab die Frage, war das bei dir in der Schule ein Thema und findest du das sinnvoll? Also wenn ich jetzt die Namen sehe, finde ich das schon sinnvoll. Ich kenne natürlich nicht alle dort, aber das sind ja alles Menschen, die sich, wahrscheinlich sind die schon mit einer Filmrolle geboren worden. Und natürlich muss es eine Auswahl geben von Profis, sage ich jetzt mal, dass man das den Lehrern halt zur Hand gibt und sagt, hier, guck mal, das sind wichtige Filme. Woher soll denn ein Lehrer das jetzt so wissen? Weil man kann ja auch dem Lehrer jetzt nicht seinen Unterrichtsstoff vorgeben, natürlich, aber dass man so eine Handreichung hat und sagt, hier, das sind die Menschen, die haben diese Filme für wertvoll erachtet, macht doch Sinn. Und ich hatte das damals, wir hatten das natürlich, haben wir uns Filme angeguckt, immer wenn, meistens war das so, wenn die Lehrer keinen Bock auf Unterricht hatten, haben sie diesen Fernseher reingeschoben und dann eine Videokassette eingelegt und Videokassette, das kennt keiner, musst du vielleicht nochmal kurz erklären. Dann haben wir uns irgendwelche Filme angeguckt und der Lehrer ist dann erstmal 2 Stunden verschwunden. Aber es war für alle eine Win-Win-Situation. Ja, wenn denn auch vernünftige Filme gezeigt werden. Aber ich kann mich kaum daran erinnern, dass Filme bei mir in der Schule ein Thema waren. Aber vielleicht habe ich es auch vergessen. Ich weiß es nicht. Und schon gar nicht ein zentrales Thema, dass man sagt, so, wir haben das jetzt tatsächlich als ein kleiner Bestandteil zum Beispiel im Politik, im Geschichts- oder im Deutschunterricht oder in irgendeinem Bereich, wo das tatsächlich so vorkam wie in Literatur oder Theater oder ähnliches. Oder auch bildende Kunst, also Malerei und so, die dann auch mal irgendwo am Rande vorkam. Kann ich mich sehr schwer erinnern. Ich halte das auch für sinnvoll. Und wie du schon sagst, Lehrer müssen ja damit von der Natur aus erstmal nichts haben, weil das auch nicht in der, glaube ich, in der Lehrerausbildung. Da könnte es natürlich auch sein, wenn Lehrer studieren, dann lernen sie ja auch einen Literaturkanon oder einen Musiklehrer, im Prinzip einen Musikkanon.
dass da irgendwann mal Beethoven und Stravinsky drin vorkommt und so weiter. Da ist Film bisher sehr, sehr stiefmütterlich behandelt worden. Wir können uns den Kanon ja mal angucken, wenn du magst. Unbedingt, weil ich habe ja auch, wir müssen ja auch ein bisschen auf das hier gucken, ne? Ja, genau. Also wenn das jetzt sich mit dem Kanon ein bisschen hinzieht, dann können wir daraus auch zwei machen, weil das ist sehr, sehr spannend, welche Filme die meinen. Das gehört in die deutsche Schulbildung. Das ist ja eine sehr politische... Vielleicht schaffen wir das ja in 10 Minuten und dann ist das auch... wir können doch nicht immer zwei Teile machen aus einer Geschichte. Naja. Aber ich mach mal schön langsam. Oh, als erstes, es geht nach den Jahren, die Reihenfolge, wenn ich das richtig sehe. Der erste ist Nosferatu. Symphonie des Grauens. Lass uns mal bitte auf ein paar Sachen einigen. Ja. Ich meine, Nosferatu wird den meisten, die Filme sich anschauen, ein Begriff sein. Und vielleicht machen wir mal einfach so eine Speed-Ranking-Geschichte, also so Speed-Talk über, ist es sinnvoll und dann auch, ne, also Friedrich Wilhelm Murnau, du hast das Bedürfnis, über die Regisseure und über den Film ausführlicher zu sprechen, aber ja, eher ein Film-Talks für sich. Ja, das stimmt. Man jetzt, ne, dann bleiben wir an einem Film hängen. Ich würde einfach sagen, wir gehen diese Liste zack, zack, zack durch. Und dann sagt jeder ein, zwei Sätze dazu, ob es sinnvoll ist oder nicht. Manche Filme kenne ich vielleicht nicht. Ja, ja, ein paar kenne ich auch nicht. Also und, zwei, drei und du vielleicht auch ein paar nicht. Aber die meisten kennst du. Dass wir so ein schnelles Ding draus machen, Kai. Ja, okay, dann mache ich aber einen erweiterten Vorschlag, weil ich das ein bisschen schade finde. Das sind ja 33 Filme. Und ich suche mir, während wir das durchgehen, einen Film raus, über den ich gerne nächste Woche ausführlicher sprechen möchte. Okay. Und du suchst dir einen raus. Und über die zwei Filme sprechen wir in der nächsten Woche. Also kein Vortrag, ich werde auch nicht viel vorbereiten, sondern weil der mir persönlich wichtig ist und weil der vielleicht bisher noch gar nicht so vorgekommen ist in unseren Filmtalks oder nur zu wenig oder wie auch immer. Es sind natürlich Filme dabei, die schon dran waren mal. Ist ja logisch. Ich will jetzt diese Liste scrollen. Okay, also aber überleg dir einen, über den du nächste Woche was erzählen willst und ich überlege mir einen. Okay, Nosferatu. Halte ich für sinnvoll, großer expressionistischer Film, ein Meisterwerk der Stummfilmkunst. Was sagst du? Ich schließe mich da an, aber ich halte es nicht für sinnvoll, dass es in der Schule gezeigt wird. Warum? Hä? Wieso? Weil ich denke, dass ich gehe natürlich jetzt von Jugendlichen aus, ja, die jetzt quasi in der Schule sind. Und ja, ich denke, das ist etwas, das ist wie... Ich weiß es nicht, Kai, das ist wie Steinzeit oder sowas, weil der Nosferatu hat kein Handy in der Hand, weißt du? Also, der hat kein WhatsApp-Konto und auf Insta ist er auch nicht. Ich glaube, das wird die zu Tode langweilen. Da wird nicht gesprochen. Das ist ein Problem, ja. Mag sein. Ja, es macht bestimmt Eindruck, aber ich glaube, die meisten werden einfach schlafen. So. Na, dann gehen wir mal weiter in die filmische Zukunft. Also ich sehe, dass die Kids sich doch auch mal sowas angucken können. Der nächste ist, da wird auch nicht gesprochen. Ja, wunderbar. Der funktioniert wunderbar. Charlie Chaplin ist einfach Goldrausch. Die werden sich totlachen, weil das eine universelle Sprache ist. Und die Menschen in 10.000 Jahren, wenn sie noch menschlich sind, werden sich den angucken und werden sich da total hineinversetzen können. Ja, du hattest ja auch bei deinen Lieblingsfilmen, du hattest ja The Kid, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ausgewählt und da hatten wir auch über Chaplin gesprochen. Kann ich mich anschließen? Ja, ist vielleicht sein bekanntester. Es gibt auch spätere noch Sachen, wo er den dann noch vertont hat und so, aber das ist hier wahrscheinlich das Original gemeint von 25. Toller Stummfilm, universelle Sprache, wie du es gesagt hast, kann ich total nachvollziehen. So, wir bleiben aber noch, ich glaube, jetzt kommt der letzte oder vorletzte Stummfilm. Ups, siehst du es? Ja, Panzerkreuzer Potemkin ist auch ein fantastischer Film, aber der ist nichts für die Schule. Das ist für Filmliebhaber, den muss man sehen, wenn man Filmliebhaber ist quasi, weil es
Das sind die ersten Filme, die einem auch sofort von allen Seiten empfohlen werden. Aber das ist nichts für die Schule. Da ist halt, da muss man, weißt du, das ist für, vielleicht für, eine, für Leute, die Schnitt lernen wollen und sowas halt interessant, die halt, das war ja der Anfang dieser Montage. Ja. Techniken, wo halt Bilder aneinander geschnitten, eine bestimmte Emotion erzeugt haben. Aber das ist nichts für die Schule. Ja, mag vielleicht sein. Ich habe den auch schon, natürlich diese bekannte, muss man sagen, es gibt diese ganz bekannte Szene mit der Treppe, die auch immer wieder zitiert. Von der Oberschule, ne? Oder vielleicht noch Abitur. Wir reden nicht von Leuten, die in der Filmschule sind. Nein, wir reden von der allgemeinbildenden Schule, genau. Ja, auch Realschule, aber auch 8. Klasse, wie heißt das? Wie heißt das? Bei uns heißt es Hauptschule in Bremen. Auf keinen Fall. So, Lowell und Hardy, ich weiß gar nicht, welcher das jetzt genau ist. Ich kenne nahezu alle, also einer der großen Lowell und Hardy. Hier denke ich Stummfilm auch noch. Fang du mal an. Ja, Stan Lowell, Oliver Hardy, habe ich mir gerade wieder angeguckt, kann ich immer sehen. Wundert mich ein bisschen, das ist für mich die erste Überraschung, also bei den Vieren die größte Überraschung, dass sie den genommen oder dass sie Laurel und Hardy genommen haben und zum Beispiel jetzt nicht Buster Keaton oder so. Ich mag sie sehr gerne, aber das ist sehr emotional. Ich mag die beiden, Stan Laurel, Oliver Hardy, früher in meiner Kindheit Dick und Doof. Ob das zur politischen Bildung gehört, weiß ich nicht. Da geht es, glaube ich, auch um die Allgemeingültigkeit von Humor und eben jetzt, was sind das, 100 Jahre bald, wie Humor noch funktioniert. Willst du noch was sagen dazu? Hardy ist dann Hardy, Dick und Doof, da gibt es nichts zu sagen. Das ist auch diese universelle Sprache von Charles Chaplin und das wird ewig funktionieren. Du hast zwei Leute, der eine ist dick, der andere ist dünn und doof. Also, und du magst beide und kannst denen ewig zugucken. Ja. Und die haben, glaube ich, 100 Filme ungefähr zusammen gemacht und die sind sehr, sehr schön. Die Verfilmung, also ich kann mich, ich wollte die tatsächlich jetzt mal wieder sehen, weil das ist das. Einer der ersten Drehbuchgeschichten von Billy Wilder tatsächlich. Da hat Billy Wilder in Deutschland das Drehbuch für geschrieben. Ist ein großer Klassiker. Es gibt spätere Verfilmungen. Eine habe ich gerade da aus den 50ern, glaube ich. Emil Detektive ist, weiß nicht. Hast du die Bücher von jetzt komme ich nicht auf den Namen. Von Kästner? War das Kästner? Kästner, Erich Kästner, hast du da was gelesen oder war das für dich mal wichtig oder so? Nein. Ich glaube, den Film Emil und die Detektive in Schwarz-Weiß habe ich gesehen. Ja, ich vielleicht auch mal so früher. Dunkel daran erinnern, aber ich habe mich ansonsten nie mit dem beschäftigt. Also ich hatte jetzt gerade, da wir Besuch hatten in Berlin, wie du auch weißt, auch genau das Thema wieder, weil das unwahrscheinlich Emil-Detektive auch das Buch so einen Berlin-Bezug hat. Da geht es ganz stark um den Neulendorfplatz und um Schöneberg und schon mein Vater erzählt mir immer, wo ist der, fragte mich, glaube ich, als ich nach Berlin gezogen bin, wo ist denn der Neulendorfplatz, weil dort Emil-Detektive spielen. Und das wäre so ein bisschen ein Punkt auch von dir zu dieser, wie hast du es vorhin so schön gesagt, zu dieser Zeitdokument, dass man hier in Berlin, glaube ich, sieht, wie es eben kurz vor den Nazis war, diese 5-Millionen-Stadt und dafür zählt auch, glaube ich, dieser Film ganz, ganz stark. Also das interessiert mich jetzt natürlich, wie der Neulendorfplatz 1931 ausgesehen hat. Da würde ich auf jeden Fall nochmal schauen, dass ich den in die Finger kriege. Ja, würde ich auch gerne mal wieder sehen. Also ich habe ihn lange nicht, ich kann mich nicht daran erinnern. Ich weiß vor allem durch Billy Wilder, das war sozusagen seine erste große Arbeit. Der Film wird aber gut in der Schule funktionieren, weil es da Kinder sind. Ja. Quasi, und das ist den Jugendlichen viel näher als irgendwie Nosferatu oder sonst was. Ja, aber man kann ja auch mal Kinder da ein bisschen was, naja gut, ein bisschen. Kinder kann man quälen, ja? Ja, genau.
Und zum Beispiel mit M, den ich ja für einen der größten Filme überhaupt halte. Ich sitze, ich kann es, glaube ich. Ich versuche es mal eben. Warten Sie mal kurz. Über mir, du siehst jetzt nichts. Über mir. Ja. Riesengroß, das ist keine Postkarte, das ist so ein A0-Plakat. Und Okay. ein für mich, wie du siehst, ein Meisterwerk. Gut, wir wollen ja nicht wissen, ob es für dich ein Ja, Meisterwerk ist, nein, für sondern alle ein Meisterwerk. Wenn es für mich ein Meisterwerk ist, dann ob soll es es in für die alle ein Schule Meisterwerk passt. sein. Glaub Ob mir es in die einfach. Schule passt. Ich sage nein. Es ist, was du sagst, nein. Nein. Warum? Weil es ein Film ist für Filmliebhaber. Nee, das glaube ich Selbst nicht. die Erwachsenen heute würden sich vielleicht schwer mit dem Film tun. Also das würde sich auch nicht jeder angucken. Das ist schon, Fritz Lang ist einfach, ich weiß es nicht, ich spekuliere jetzt auch nur. Wenn du Metropolis dir, Ist nicht dabei, wäre das Metropolis, nicht? interessant, ja, weil da halt noch ganz viel irgendwie so eine Zukunftsvision mit drin ist, wo wir halt gucken können, ist es eingetroffen oder nicht. Aber M, weiß ich nicht. Ich glaube, das würde die Jugendlichen nicht interessieren, deswegen müsste das nicht in den Lehrplan. Na gut, das nächste, ich Finde, weiß das nicht. sollte die auch schon ein bisschen interessieren. Also ich weiß nicht, wenn jetzt da so ein Film gezeigt wird und dann Ja. geht es auch noch darum, ein Projekt dazu zu machen Zum oder Beispiel. ja, das ist was anderes, ja, aber einfach nur den Film, den zu zeigen, weil der jetzt mal ausgewählt wurde von namhaften Regisseuren, weil diese Liste ist natürlich, das muss man auch immer wieder jetzt nochmal erwähnen zwischendurch, die Liste ist ja nicht von irgendwelchen Menschen, die keinen Bezug zum Film haben, Nein. erstellt worden, sondern von namhaften und Regisseuren und Menschen, die mit Filmen zu tun Kritikern haben. und Produzenten und dergleichen. Also M, nö, würde ich nö sagen. Also M So finde ganz ich wichtig. klar. Vielleicht wähle ich den aus, dass ich da nächste Woche mal drüber spreche. Ja, bitte. Ringo, ich weiß nicht, ob du den kennst, kann einen Satz dazu sagen. John Ford, der große Western-Regisseur, das ist eigentlich der erste vernünftige Film mit John Wayne und das geht um eine Postkutsche. Das ist eigentlich der Postkutschenfilm und so ein bisschen die Geburt des richtigen ernstzunehmenden Westerns. Ein Western, Also der frühe Western. wenn Pferde drin vorkommen, dann kann Viele. man das bestimmt in der Schule zeigen. Aber ansonsten würden die, ich weiß nicht, die würden wahrscheinlich mit großen Augen sich das anschauen. Und manche würden vielleicht lachen Ja. über diese gestelzten Männer Ja, ist so. und mit ihren Mützen, wie die halt ihre, ja, und dann reiten die da. Ja, das ist praktisch ein Das früher finde Actionfilm, ein ich, gut gemachter Actionfilm. also ganz tief in mir drin, irgendwo wird mein Männlichkeitsgefühl wahrscheinlich auch greifen, aber ich kann mich an den Film überhaupt nicht erinnern. Und John Wayne ich meine, wir sind mit John Wayne aufgewachsen, aber die haben solche Lügen über die ganzen früheren Zeiten verbreitet. Ja, also diese ganzen Angriffe von den Indianern und an die armen Frontiers, die sich in ihren Wagenkolonnen dann gegen die wehren mussten und dann sind die Frauen und hier und die Indianer. Weißt du, das sind alles so eine Lügen und da hilft es auch nicht, wenn du John Wayne heißt. Also Nein, John Wayne, hast du völlig recht. Es geht hier, glaube ich, dass man auch diesen John Ford, das ist, wie gesagt, ein früher Film eher von ihm, die haben dann später noch ganz große andere. Ich hätte auch nicht Ringo genommen, der allerdings so ein Startpunkt ist, wie meinetwegen für den Western. Es gab früher schon davor Western, aber das war sozusagen der erste ernstzunehmende Western, wo nicht nur geschossen und vom Pferd gefallen worden ist, sondern eine Postkutsche, eine Geschichte und ja. Aber wir wollen ja schnell durchgehen. Zauberer von Oz, Märchenfilm in Farbe. Wir haben, glaube ich, den ersten Farbfilm in der Reihe.
39, Großproduktion, heute äquivalent wäre sowas wie Harry Potter oder die Herr-der-Ringe-Geschichten oder irgend so etwas. Disney. Hört auf jeden Fall rein, der ist sehr fantasievoll und dann kann man auch mal sehen, wie früher die Effekte waren. Die sind ja überhaupt kein Vergleich zu heute. Und kann man auf jeden Fall in den Lehrplan mit reinnehmen, ja. Ja, der nächste überrascht uns wieder gar nicht. Hatten wir schon den jungen Mann namens Orson Welles einige Male. Kannst du mal ein Buch? Ja, genau. Citizen Kane ist einer meiner Lieblingsfilme, weißt du. Ich habe gerade überlegt, so warum eigentlich? Ja. Die Geschichte ist schon interessant und so, ja, aber die Geschichte allein ist es gar nicht. Es ist die Filmmusik, Kai, habe ich gerade nochmal, weil wenn ich an Citizen Kane denke, kommt Bernard Herrmann sofort und dann so bam, 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 badam, bam, didi, didi. Ja, das ist so, wenn ich Citizen Kane höre, ist sofort diese Musik da. Die muss mich so geflasht haben, als ich sie das erste Mal gehört habe, dass das halt sich verankert hat bei mir. Aber der muss nicht in den Lehrplan. Na, das ist aber für viele der größte und der einflussreichste Film. Und er hat auch eine politische Hintergrundgeschichte mit diesem, dass der man sagt ja, Orson Welles von diesem Hearst zerstört worden ist. Also das ist, er hat sich ja mit einem mächtigen Medienmogul. Warte, stopp. Das ist jetzt too much information. Ja, aber was ich sagen wollte, ist, dass der Film hat auch eine Backstory. Es ist ja auch politische Bildung. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass man bei diesem Film auch sehr viel erarbeiten kann, was du eben so ein bisschen gesagt hast, daraus eine Diskussion oder eine Projektarbeit oder was auch immer machen kann. Ja. Dazu ist es ein filmisch qualitativ hochwertiger Film. Heutzutage sind das ja auch Themen, die wichtig sind, wenn eine einzelne Person ganze Zeitungslandschaften besitzt, wie der natürlich Meinung machen kann und wie er Gesellschaft beeinflussen kann und auch wie er die Politik dann auch in der Hand hat, weil da ist Citizen Kane auf jeden Fall, wenn man das als Projekt sich anschaut, macht das schon Sinn, ja. Ja, danach kommt Ernst Lubitsch, wiederum einer meiner großen Idole auch. Sein oder nicht sein halte ich für einen der lustigsten Filme der Filmgeschichte. Hab den jetzt schon wieder länger nicht gesehen, muss ich mal sehen. Meine DVD habe ich verliehen, nicht wiedergekriegt an irgendjemand. Das ist der erste Film, der bereits 1942, also das heißt der erste Film, der zweite große Film war Der große Diktator von Chaplin, der sich offensiv über Nazis, Faschismus und Hitler lustig macht. Und das auf geniale Weise. Ich mag es sehr. Ich mag diese Lubitsch-leichten Komödien, die dann doch gar nicht so leicht sind, aber so leicht daherkommen. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, wie gut du ihn kennst. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Lehrplan. Ja, weil man da natürlich auch große Fragen stellen kann, wie kann man sich mit Problemen auseinandersetzen, wie kann man politisch, kann man das auch in Komödien umsetzen, weil das ist ein Unterhaltungsfilm mit einer natürlich großen Geschichte. 1942, praktisch im Jahr des Beginn des großen Weltkrieges, vorher war es ja nur sehr europäisch, also da wurde es ja zum Weltkrieg auch, die Amerikaner sind eingestiegen. Dann einen Film zu machen, der sich über dieses ganze Nazitum lustig macht, ist schon sehr gewagt. Und ist heute, ab wann man sich traut, über etwas sich lustig zu machen und wie man damit umgeht. Ernst Lubitsch der war ja in Deutschland vorher, oder? Ja, in Berlin. Der ist geboren tatsächlich in der Schönhauser Allee. Wow. Und der musste ja fliehen, richtig? Ja, der ist geflohen. Wow. Und er ist ja Jude. Jude, und er ist dann kurz danach auch schon gestorben. Der ist in den späten 40ern gestorben, 47, 48. Weil, und wenn du dann natürlich so einen Film machst wie Sein oder Nichtsein, dann hat das viel mehr, ich finde halt, wenn du selber den Background hast und dann so einen Film machst, der jetzt gar nicht so auf den jüdischen Background halt schaut, soweit ich mich erinnere, sondern generell auf
auf eine Clique, die sich die Macht ergriffen, also die sich die Macht geschnappt hat und dann halt ihr System versucht durchzubringen. Weil sein oder nicht sein ist für mich eigentlich, da kommt mir nur eine Szene eigentlich, die sehr präsent ist in den Sinn. Das ist der, ich glaube, die Rolle des Shylock. Ja. Also wenn ihr uns sticht, bluten wir dann nicht. Ja, und da kann man mal echt nachschauen. Das ist ein sehr schöner Text. Ich kriege den jetzt nicht zusammen. Aber das da, da und das ist dann halt quasi, die spielen ja quasi alle eine Rolle. Genau. Mhm. Und dann spielt einer den Shylock, also die Rolle, dass sie halt Nazi-Anzüge haben und sowas halt. Und sich da halt irgendwie versuchen zu retten oder irgendwie das so zu handeln, dass sie da wegkommen können. Aber dann gibt es halt diesen einen Typen, der den Shylock quasi vorträgt. Ich weiß aber nicht genau von... Ja, es ist bei Sein oder Nichtsein ist es immer so, dass der dann, das ist das Stichwort, dass jemand auch hinter die Bühne geht und der dann immer aufsteht. Immer wenn er seinen Satz sagt, Sein oder Nichtsein, steht der in der ersten Reihe auf. Und weil das ist das Stichwort, um sich hinter der Bühne zu treffen, konspiratives Gespräch. Und das bringt ihn natürlich jedes Mal aus dem Konzept, weil er immer, wenn er sein und nicht sein, steht er auf und geht durch die Reihen. Also es ist, ich werde ihn nochmal, ich will ihn unbedingt sehen, den würde ich mir sofort heute Abend wieder angucken, okay, wenn ich ihn hätte. Aber ich habe ihn nicht. Vielleicht machen wir doch eine zweite Runde, weil jetzt, ja, wir sind jetzt 30 Minuten, das wir sollten wir haben wir jetzt, wollen wir einfach kurz beenden und dann gleich die zweite Runde aufnehmen. Das sind nämlich noch schöne Sachen. Ja, genau, so machen wir das. Dann hören wir jetzt doch bei Sein oder Nichtsein auf. Ja, dann sagen wir mal Tschüss. Und in der nächsten, im nächsten Filmtalks, jetzt müssen wir erstmal halt, ich muss ja erstmal stoppen. Im nächsten Filmtalks geht es dann weiter. Und zwar gehen wir immer weiter in der Zeit. Also Kaya wird sich freuen. Wir sind jetzt ja schon 1942. Wir kommen immer näher in unsere Zeit. Das geht hier der Reihenfolge der Jahre entsprechend. Aber wir müssen alle Bälle schneller hin und her schlagen. Ja, aber wir sind, das geht jetzt. Da kommen auch noch ein, zwei, drei Filme, wo ich gar nichts zu sagen kann. Okay. Okay. Dann bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal und dann wieder mit dem Filmkanon. Und weiter die Angebote schicken für die Jacke. Genau, für die Jacke. Aber vielleicht kommt ja auch noch Herr Fassbinder in der Liste. Hä? Vielleicht kommt ja noch Herr Fassbinder in der Liste, wir wissen es nicht. Ja, vielleicht. Wahrscheinlich. Ist schon möglich, ich guck mal. Okay. Dann Abspann. Was Abspann? Na, dein Abspann, sonst muss ich den wieder dahinter schneiden. Ach so. Aber da muss ich ja erstmal freigeben. Warte das mal. Darfst du. Ich sag dann wieder und bitte. Okay. Und bitte. Ciao. Ciao.